Ja, liebe Mitwirkende an dieser linken Woche der Zukunft, schön, dass doch noch einige die Energie und die Motivation haben, zu so später Stunde weiter über die Zukunft der Linken zu diskutieren. Ich möchte, bevor wir anfangen, eine Veränderung für diese Veranstaltung bekannt geben, die im Programm angekündigte Susanne Hennig-Belsow, die in der thüringischen Landtagsfraktion Fraktionsvorsitzende ist und hier eigentlich gerne mitreden wollte und sollte, ist krank, musste sich heute Morgen abmelden, aber wir konnten Ersatz organisieren und das Namensschild hier, Anita Tack, steht schon da. Anita Tack ist in Brandenburg in der Landtagsfraktion jetzt verkehrspolitische Sprecherin und war bis zur letzten Landtagswahl Ministerin für Gesundheit. Da kommt sie, genau. Jetzt bin ich dann schon fast befreit. Und toll, Anita, dass du so kurzfristig eingesprungen bist, weil ich glaube, dass diese Erfahrung, was an Demokratisierungsveränderung möglich ist, wenn man in einer solchen Rolle ist, schon auch bedeutsam sein kann für unsere Debatte. Hey. Ja, damit bin ich auch schon bei der Vorstellung. Ich habe dich als ehemalige Ministerin für Gesundheit und ich glaube Infrastruktur vorgestellt, stimmt das? Gesundheit, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. So machen wir das. Genau, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Jetzt stelle ich die anderen Mitwirkenden auf diesem Podium vor. Ich fange mal hier an mit David Salomon, der als Politikwissenschaftler an der Uni Siegen jetzt arbeitet. Ich habe ihn noch von der Uni Marburg kennengelernt, ein Redakteur der Zeitschrift Z für marxistische Erneuerung ist und außerdem publiziert, jetzt gerade ein Buch zu Demokratie veröffentlicht hat und den Begriff der sozialen Demokratie mit in die Debatte bringt. Und genau, ich glaube, das ist erstmal gut. Alex Demirovic hier neben mir ist auch Wissenschaftler und Buchautor, der einen Schwerpunkt gelegt hat, einen von vielen Schwerpunkten, aber einen Schwerpunkt, der auch in einem Buch zusammengetragen ist, zur Frage der Wirtschaftsdemokratie oder der Demokratisierung der Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, ja ein Bereich, der für unsere Diskussion gar nicht außer Acht gelassen werden kann. Anita habe ich schon gerade vorgestellt und jetzt fehlt auf unserem Podium in der Vorstellung noch Raul Zelig. Raul ist Schriftsteller und war auch Wissenschaftler, Professor für Politik an der Nationaluniversität Kolumbiens und hat auf der einen Seite den Blick auf die Demokratisierungsprozesse, die sich unter linken Regierungen in Lateinamerika entwickelt haben oder auch die Schwierigkeiten, die dabei entstanden sind. Und auf der anderen Seite hat er, finde ich, 11 spannende Thesen zur Regierungsbeteiligung der Linken in Thüringen aufgeschrieben. Das wird sicher auch Gegenstand des Statements sein. Die Mitwirkenden hier im Auditorium, die nachher auch zu Wort kommen sollen, also ihr sollt die Möglichkeit haben, mitzureden, bitte ich jetzt schon, wenn ihr euch zu Wort meldet, nachher kurz euren Namen und vielleicht einen Satz zum Hintergrund zu sagen, damit die anderen eine Idee davon kriegen und vor allen Dingen hier in die Mikrofone zu sprechen, damit der Livestream, der uns hier begleitet, nicht nur eure Stimmen irgendwo aus dem Off hört, sondern dass ihr irgendwie auch wahrgenommen werden könnt für diejenigen, die sich diese Diskussion nicht hier, sondern hinterm Bildschirm anschauen. In einer ersten Runde habe ich die Podiumsbeteiligten gebeten, in relativ kurzen Statements, vielleicht 5 Minuten, zu beschreiben, was aus eurer Sicht jeweils
wesentliche Elemente für das wären, was in der öffentlichen Debatte echte Demokratie oder wirkliche Demokratie heißt. Der Ausgangspunkt für diese Podiumsveranstaltung ist die Feststellung, dass wir eine Krise der repräsentativen Demokratie haben, in vielen Bewegungen, auch bei Blockupy, bei Occupy, bei anderen Protesten, war auch europaweit der Slogan, ihr repräsentiert uns nicht, ihr sprecht nicht für uns, eine wichtige Parole. Wir haben auch in den Debatten jetzt hier auf der linken Woche der Zukunft schon darüber gesprochen. Und genau, die Frage ist, was aus eurer jeweiligen, auch durchaus persönlichen Sicht und auch aus der wissenschaftlichen oder der politischen Sicht wesentliche Elemente für diese geforderte wirkliche Demokratie wären, beziehungsweise welche entscheidenden Schritte zu solchen Demokratisierungsprozessen notwendig wären. Das würde ich gerne ganz kurz machen, bevor dann in einem etwas längeren Statement eure jeweilige Spezialperspektive und eure speziellen Erkenntnisse zur Sprache kommen. Das wäre dann hier auf dem Podium so nach einer Dreiviertelstunde beendet und wir hätten dann eine gute Dreiviertelstunde, um gemeinsam weiter zu diskutieren. Also für die, die sich mit Dreiviertelstunden nicht auskennen, 45 Minuten. Ja, David, ich würde gerne, nee, eigentlich sollte Anita anfangen, also Susanne anfangen, also jetzt Anita. Ist das gut? Willst du einsteigen? Das werden wir sehen, ob das gut ist. Ein wunderschönes. Ja, okay, machen wir. Ich fange jetzt mal an und wir gehen ja dann in die Diskussion und man kann sich ja auch aufeinander noch beziehen. Die Frage nach Elemente für wirkliche Demokratie und demokratische Selbstbestimmung sind ja aus der Erfahrung der Regierungsbeteiligung sehr interessant, wenn die Linke in Regierung ist, aber wir wissen ja alle, dass gerade Landesverwaltung ein Thema ist, wo die Grenzen doch sehr gut vorgegeben sind, sehr gut nehme ich wieder zurück, die Grenzen vorgegeben sind und es sozusagen Aufgabe der Linken ist, hier auch neue Wege zu gehen, neue Schritte zu gehen, Verwaltung wirklich bürgernah zu machen, auch in der Landesverwaltung deutlich zu sagen, wir sind hier nicht für irgendeine Regierung da, sondern wir sind für Bürgerinnen und Bürger. Da haben hier Landesverwaltungen im Interesse, Sicherung der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger zu leisten. Das kommt beim Koalitionspartner nicht immer gut an, aber ich glaube, das ist gerade die Aufgabe der Linken, hier deutlich zu machen, wozu wir überhaupt eine Verwaltung brauchen. Auch zu gucken, welche Aufgaben können diese Arbeitsteilung zwischen Land und Kommune, welche Aufgaben können viel besser von kommunalen Verwaltungen wahrgenommen werden. Ich glaube, auch das hat damit zu tun, dass wir sagen, wirkliche Demokratie, also dass Bürgerinnen und Bürger erfahren, diese in meinem Interesse zur Sicherung der Daseinsvorsorge zum Beispiel, ist auch eine Regierung bereit, eine Landesverwaltung bereit, Aufgaben abzugeben, nämlich dahin zu geben, wo sie besser gelöst werden können auf die kommunale Ebene. Das ist, glaube ich, auch ein Ansatz. Ich will aus meinen Erfahrungen nochmal sagen, für die Linke ist ja dieses Ministerium in der vergangenen Legislaturperiode Umwelt, Gesundheit, Verbraucherschutz extra in den Koalitionsverhandlungen zusammengeschmiedet worden. Das gab es vorher nicht und es gibt es jetzt leider auch nicht mehr. Es ist sozusagen, daran sollten wir uns ein bisschen die Zähne ausbeißen. Ich glaube, das haben wir aber ganz gut gemeistert. Und ich will an dieser Stelle sagen, wir sind die erste Landesregierung in der vergangenen Legislatur gewesen, die wirklich ein Zukunftsbild, die eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Land Brandenburg erarbeitet hat. Und da will ich noch mal festmachen, an der Erarbeitung dieser Strategie für die Zukunft im Land Brandenburg ein Zukunftsbild zu entwickeln, dass wir versucht haben, neue Wege zu gehen, um demokratische Prozesse, auch in demokratische Prozesse neue Impulse zu geben. Wir haben also einen sehr transparenten, offenen, öffentlichen Erarbeitungsprozess geführt. Wir haben mit Zivilgesellschaft, Vereinverbänden, ich konnte einen wissenschaftlichen Beirat berufen, der uns begleitet hat, sehr kritisch begleitet hat, selbstverständlich. Zu Brandenburg brauche ich ja nur das Stichwort Kohleverstromung zu sagen. Da kann man schon ein wesentliches Konfliktfeld dran ermessen, Klimaschutz.
Also wir haben einen sehr offenen, über 3 Jahre hinweg offenen Prozess geführt und haben in mehreren Formen, Workshops, wir haben in der Internet, also die neuen Medien nutzend, Internetdebatte geführt. Wir haben spezielle Themen uns gesetzt, um die mit speziellen Wissenschaftlern und politisch interessierten Menschen zu diskutieren. Ich glaube, das war ein sehr guter Prozess, Transparenz, keine Vorbehalte, alle Ideen und Vorschläge, die gekommen sind, auch wirklich ernst zu nehmen und einfließen zu lassen. Das ist die eine Seite gewesen, einen sehr offenen, transparenten, ohne Vorbehalte Prozess zu führen. Und zur anderen muss man sagen, dass auch eine Verwaltung modernisiert werden muss. In der Hinsicht, erstmal ist es ganz schwierig, Beamte und Angestellte zusammen in einer Verwaltung zu haben, aber das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Insbesondere Verwaltung, die Menschen, die da arbeiten, zu animieren und zu sagen, eure Ideen sind gefragt. Ihr wisst ja alle, Verwaltung ist ja nicht das Thema, um besonders innovativ zu sein und besonders gute Ideen zu haben, aber wenn man die Beschäftigten sozusagen motiviert und versucht, einzubeziehen, in die, dass ihre Ideen gefragt sind, dass sie Ideen entwickeln sollen, dann ist das ein sozusagen das zweite Standbein gewesen, wo wir gesagt haben, neue demokratische Formen zu gehen, und die Internetdebatte war, glaube ich, ein spannendes dazu. Ich will nochmal das Wahlalter 16 erwähnen, was vielleicht in der Rolle, in unserer Diskussion noch eine Rolle spielt. Und ein drittes, wir haben in Brandenburg ein sehr gutes Gesetz zur Volksgesetzgebung. Wir haben sehr viele Volksinitiativen, auch die Anstrengung, ins Volksbegehren zu gehen. Wir haben nur einen Koalitionspartner, der nicht so sehr geneigt ist, diese Ideen, die da im Rahmen Volksgesetzgebung vorangetragen werden sollen, denen zu entsprechen. Also wir sind sehr oft in der Lage und meistens mehrheitlich Volksinitiativen abzulehnen, aber wir versuchen daraus den rationellen Kern zu nehmen und den in Gesetzgebungsverfahren von, aus Regierungshandeln und im Parlament einzubeziehen. Vielleicht zu viel. Einen letzten Satz will ich noch sagen, weil der für mich sehr maßgeblich, in dieser ersten Runde sehr maßgeblich ist. Bei all den Prozessen, die wir führen, mögliche Demokratieelemente zu stärken, neue zu entwickeln, ist dieses Thema, und ich glaube, da kommen wir immer wieder zurück, Kapitalismuskritik setzt uns sehr enge Grenzen. Oder wir kommen in unserem demokratischen Gestaltungsprozess sehr schnell an die Grenzen, wo es gefragt und gesagt werden muss, dass wir eine ernsthafte Kapitalismuskritik brauchen, um überhaupt unsere Vorstellung annähernd realisieren zu können. Ja, das war, glaube ich, schon eine ganz gute, sozusagen gut das Feld aufgespannt, und jetzt würde ich Raul bitten, in 5 Minuten die wesentlichen Elemente aus deiner Sicht für wirkliche Demokratie, wirkliche Demokratisierung zu skizzieren. Naja, also ich weiß nicht, ob ich, Alex Demirovic kann mich sicherlich korrigieren, weil er da einen sehr guten Aufsatz geschrieben hat, auf den ich mich da beziehen würde, aber ich glaube, das Kernstück der rätedemokratischen Kritik von Anfang des 20. Jahrhunderts ist, glaube ich, impliziert schon eigentlich was aus einer linken oder sozialistischen oder kommunistischen Perspektive das Problem an der bürgerlichen Demokratie ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein doppeltes. Ja. Ist einerseits eben, dass die Bürger in der bürgerlichen Gesellschaft die Demokratie die Schranke der Politik nicht verlässt. Ja. Also der wesentliche Teil unseres Lebens, der konstituierende Teil unseres Lebens, Arbeit, Ökonomie, ist ausgeschlossen davon. Ne? Das war also der, glaube ich, die eine Säule der Kritik, eben zu sagen, eine Rätedemokratie wäre auch eine Demokratie des Arbeits- und Produktionsbereiches, was im bürgerlichen Demokratiebegriff keine Rolle spielt. Und das war ja auch genau der Knackpunkt zwischen der rätedemokratischen Vorschlag, also dieser sozialistischen Republik, die man ja 1918 auch mal versucht hat aufzubauen, und eben der bürgerlichen Demokratie, die sich da durchgesetzt hat. Der andere Punkt ist, dass die repräsentative Demokratie eigentlich eine Form war, also Zwischenebenen einzuführen mit Berufspolitikern oder eben mit Repräsentanten, die sozusagen verhindern sollten, dass die Plebs regiert. Ja?
Also dieses komplizierte Wahlmännermodell, was wir immer alle 4 Jahre erklärt bekommen in den USA, es hatte im Wesentlichen die Funktion zu verhindern, dass falls tatsächlich mal der Pöbel den falschen Präsidenten wählt, dass es dann noch eine Zwischenebene gibt, die das verhindern kann. Die Repräsentation hat also in ihrem Ursprung durchaus eine demokratieverhindernde Seite. Ja? Und insofern implizierte die rätedemokratische oder sprach der rätedemokratische Kritik immer von direkten Demokratieformen, was nicht unbedingt bedeutete, dass es da keine Delegation gibt, sondern dass das Mandate sind, die jederzeit widerrufen werden können. Also wenn eine Vollversammlung, er nennt natürlich auch einen Delegierten, aber wenn der falsch abstimmt, dann kann die Vollversammlung dem jederzeit das Mandat entziehen. Das ist uns bekanntlich nicht möglich. Die Parlamentarier sind nur ihrem, wie es heißt, Gewissen verpflichtet oder ihren Lobbys, was auch immer. Und wir haben keine Möglichkeit, daran was zu verändern in den 4 Jahren. Jetzt ist insofern, glaube ich, dann auch ganz plausibel, wenn man so sieht, was so die Demokratisierungsbewegungen der letzten Jahre eingefordert haben, ist, glaube ich, schon da, obwohl es Ihnen wahrscheinlich nicht bewusst war, diese rätedemokratische Kritik angelegt gewesen, besonders eigentlich beim 15M, also Bewegung 15. Mai in Spanien. Da war, glaube ich, intuitiv genau diese Kritik vorhanden, nämlich einerseits zu sagen, egal wen wir wählen, es regieren immer die gleichen Neoliberalen, es ist völlig egal, ob wir links oder rechts wählen, die Politik ist immer schon entschieden und wir wollen, dass Demokratie auch die Ökonomie erfasst und also nicht nur die Sozialpolitik, sondern eben auch die ökonomischen Prozesse, dass also das, was heute uns als Sachzwang erscheint, dass das eben hinterfragt wird. Das spielte eine Rolle und der andere Punkt war eben zu sagen, okay, das ist eine Demokratie der direkten Beteiligung, wir reden auf den Plätzen und alle haben eine Stimme und es gibt hier keine Repräsentanten. Und wenn hier jemand redet, dann auch nicht als Vertreter von irgendeiner Organisation, sondern eben nur immer für sich. Und wir als Kollektiv konstituieren sozusagen den demokratischen Prozess ganz von neuem. Ich habe aber in den letzten Tagen auch noch was gelesen, was ich ganz gerne noch in die Diskussion einbringen würde. Es gibt von Antonio Negri ein Buch, das mir unverständlicherweise, ist das nie übersetzt worden auf Deutsch. Das heißt, die konstituierende Macht, das meiner Ansicht nach das Problem der Demokratie eigentlich ganz toll umreißt, auch wenn die Antworten dann vielleicht auch noch, man die noch kritisch ergänzen müsste. Aber Toni Negri sagt da drin, dass eigentlich das Interessante nicht ist, welche Form sich was gibt. Im Gegenteil, er sagt eigentlich, konstituierte Macht ist eigentlich immer antidemokratisch. Sondern das Interessante der Demokratie ist immer der konstituierende Moment. Denn was passiert in dem konstituierenden Moment? In dem konstituierenden Moment begreift oder praktiziert ein Kollektiv die Möglichkeit, seine Regeln neu zu setzen. Und das ist ja eigentlich das ist das Kernstück, die kreative Dimension politischer Macht. Und das ist sozusagen der Kernstück, die Grundlage des Demokratischen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich fast ein bisschen idealisiert, weil das eben natürlich verkennt auch, dass es auch reaktionäre Beschlüsse eines Kollektivs geben kann, rassistisch oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz scheint mir der Einwand total berechtigt zu sein, zu fragen, also dieses Wesen der Potenzia, also nicht der konstituierten Macht, sondern der sich konstituierenden Fähigkeit, Dinge zu schöpfen, dass das eigentlich der Kern des Demokratischen ist. Und ich glaube, dass das eigentlich das ganz gut umreißt, was meiner Ansicht nach Demokratie-Debatte heute vielleicht umfassen sollte. Ja, David, dann deine 5 Minuten. Ah, okay. Ich will vielleicht nochmal ein bisschen anders ansetzen als meine Vorredner, indem ich diesen Begriff wirkliche oder echte Demokratie selbst nochmal zum Thema mache. Weil das verweist ja auf ein Grundproblem, das mit dem Demokratiebegriff verbunden ist, dass es nämlich nicht so ist, dass nur Linke diesen Begriff Demokratie verwenden. Also anders gesagt, der Demokratiebegriff wird in einer Weise in der Regel verwendet, wo ganz unterschiedliche Strategien, ganz unterschiedliche politische Interessen drinstecken und damit verbunden sind. Sodass ich glaube, wenn wir als Linke über Demokratie sprechen oder
vielleicht, das entspricht wahrscheinlich dem, was wir auf diesem Panel hier machen, sogar noch eher über Demokratisierungsprozesse sprechen, dann ist, glaube ich, erstmal wichtig zu erkennen, dass es darum geht, Demokratie als einen Kampfbegriff zu etablieren. Das heißt, als einen Kampfbegriff auch durchaus gegen Verhältnisse, gegen Verfahren, Entscheidungsverfahren und Ähnliches, die sich als demokratisch verstehen. Und dann könnte man daran eine ganze Reihe von Fragen aufwerfen, die wir sicherlich auch noch im Laufe des Podiums vertiefen, repräsentative Demokratie oder direkte Demokratie und so weiter und so weiter und was ist damit jeweils gemeint. Ich will vielleicht für einen solchen linken Demokratiebegriff Definitionsversuch ist vielleicht zu viel gesagt, aber so eine Art Kriterium formulieren. Ich denke, dass es sinnvoll wäre, wenn wir unter Demokratie oder unter Demokratisierung die reale Möglichkeit verstehen, von Unterklassen ihre Gleichheitsinteressen durchzusetzen. Das ist, daran schließt an, dass man darüber spricht, was sind Gleichheitsinteressen von Unterklassen, also auch nicht einfach nur irgendwelche Interessen, sondern solche Interessen, die auf gesellschaftliche Gleichheit gerichtet sind. Und eine solche Strategie nimmt etwas ernst, was auch im bürgerlichen Demokratiebegriff angelegt ist, nämlich der Gedanke der Gleichheit, der allerdings im bürgerlichen Demokratiebegriff beschränkt wird auf eine politische Gleichheit, die letztlich ein Mittel ist, um Entscheidungen zu finden oder vielleicht auch politische Eliten hervorzubringen, wie das Schumpeter sagen würde oder Ähnliches, und versteht diesen Gleichheitsbegriff aber viel weiter gefasst und fragt dann eben auch nach den Möglichkeiten, solche Gleichheitsinteressen in gesellschaftlichen Verhältnissen und nicht zuletzt eben auch im ökonomischen Bereich durchzusetzen. Ja? Alex. Okay. Also ich mache es so ähnlich wie David. Ich versuche mich an einem Begriff und der geht, das liegt jetzt in der Natur der Fragestellung unseres Panels, aber das muss man sich ja klar machen, womit wir es zu tun haben. Wenn wir von Demokratie reden, haben wir es mit Artikel 20 des Grundgesetzes zu tun. Ja? Nämlich, dass ja dass es eben ein Staatsvolk gibt, von dem aus demokratisch, also der Staatswille gebildet wird. Und wenn man den Wortlaut unserer Verfassung nimmt, dann heißt es ja, dass der Volkssouverän sich mit seinem Willen unmittelbar in den drei Gewalten sozusagen zur Geltung bringt. Das heißt, es gibt nicht, in dem Sinne gibt es gar keinen großen demokratischen Spielraum, außer eben schon in der Ausübung der verschiedenen Staatsgewalten, Exekutive, Judikative und Legislative. Und das heißt, das Volk tritt eigentlich in diesem Prozess nur einmal auf, nämlich in der Form von repräsentativen Wahlen. Und das ist sozusagen der Gegenstand einer Kritik. Und dann hat es, finde ich, eine lange linke Diskussion in den vergangenen Jahrzehnten zu der Überlegung geführt, unter dem Stichwort der Deliberation, wir brauchen Verfahren, weil wir brauchen Verfahren in dem Sinne, dass wir wissen, dass wenn wir uns beteiligen, wenn wir Zeit investieren, wenn wir Überlegungen anstellen, müssen wir sicher sein, dass die Entscheidungen, an denen wir beteiligt sind, auch wirklich die relevanten Entscheidungen sind. Also das heißt, wir entscheiden dann über die Verfahren, die Akteure, die Gegenstände, die Reichweite dieser Entscheidung. Das ist ganz zentral und ganz wichtig, das muss man sich klar machen, weil alles andere führt zu Hintertreppenpolitik oder Bürokratie. Deswegen ist meiner Meinung nach auch das Problem jetzt der Verwaltung und der Demokratisierung der Verwaltung ein total wichtiges Thema für jede linke Partei. Die SPD ist in den 60er und 70er Jahren daran gescheitert. Meinem Eindruck nach ist die Linke hier in Berlin daran gescheitert, weil sie dieses zentrale Problem nicht gesehen hat. Also Deliberation ist ein wichtiger Punkt, aber Deliberation reicht nicht aus. Also Deliberation heißt einfach nur in den Verfahren, über die Verfahren entscheiden, darüber, wer darf sich beteiligen, über was entscheiden wir, in welcher Weise tun wir das. Das ist sozusagen die Deliberation. Und wenn man das radikal nimmt, was von vielen Demokratietheoretikern in den letzten 20 Jahren vorgeschlagen wurde, in dieser Hinsicht, dann heißt das, dass man in aller Radikalität
was aber vielen dieser Theoretiker nicht angenehm ist, weil sie eben sich als Liberale verstehen, diesen Prozess der Willensbildung auf den Bereich der politischen Sphäre beschränken wollen. Und das ist der Punkt, da komme ich auf das, was Raoul schon angesprochen hat, dass ich von dort her sagen möchte, das geht nicht. Wir müssen genau diese Überlegung ausdehnen auf sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Ja, das heißt also, und das knüpft an eine Überlegung von Marx an, aber darauf beziehen sich ja auch Autoren wie Nekio und Hart, das wirkliche Gemeinwesen, in dem wir leben, in dem wir unser Leben erzeugen, in dem wir es gestalten, ist das, in dem wir miteinander kooperieren, in vielfacher Form miteinander kooperieren. Das ist das, was wir gestalten. Und das heißt, wenn man so will, könnte man dann am Ende sagen, so würde ich es jetzt kurz zusammenfassen, dass Demokratie eigentlich sowas ist wie Betroffenheitsprinzip. Demokratie ist die Art und Weise, über die Verhältnisse zu entscheiden, unter denen wir gemeinsam leben und über die wir entscheiden, wie wir gemeinsam weiterleben wollen. Vielen Dank. Ja, ich glaube, dass mit diesem Postulat, dass die Verhältnisse, unter denen wir gemeinsam leben, auch von allen gemeinsam bestimmt werden sollen, dass unter diesem Postulat jetzt nochmal in die nächste Runde eingestiegen werden kann. Und ich würde in dieser nächsten Runde gerne nochmal auf eure jeweils spezifischen wissenschaftlichen Arbeiten, auf eure spezifische Erfahrung zugreifen und mit Raoul beginnen, mit der Frage, welche wesentlichen Erfahrungen und Erkenntnisse du mitbringst aus deiner Arbeit zu den Linksregierungen in Lateinamerika, was diesen Punkt betrifft, über die Angelegenheiten, die uns gemeinsam betreffen, auch entscheiden zu können. Gibt es da Erfahrungen, die wir berücksichtigen sollten als diejenigen, die über die Zukunft der Linken und über Demokratisierungsversuche nachdenken? Ja, also ich würde zunächst mal sagen, die Linksregierungen sind nicht die Grundlage dieses Demokratisierungsprozesses, sondern im besten Fall sind sie ein Ausdruck eines Ermächtigungsprozesses, der sich dann irgendwann auch in beschränkter Form in den Institutionen niedergeschlagen hat. Also es ist nicht so gewesen, dass es Regierungswechsel gab und dann kam es zur Demokratisierung, sondern es gab antineoliberale Bewegungen, die ein Jahrzehnt lang oder sogar noch länger die Politik von oben immer wieder blockiert haben, bis es dann eben auch in den Institutionen zumindest zu so einem Bruch kam, dass neue politische Formationen entstanden sind. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu begreifen, Demokratisierung ist ein Prozess, der erkämpft wird von unten durch einen Aufstand oder Verweigerung. Was jetzt die Ergebnisse angeht, ist ganz interessant, also ein kleines und ein großes Beispiel. Ein kleines Beispiel ist ja der Partizipationshaushalt, der Bürgerhaushalt in Porto Alegre, der ja dann für viele auch ein Vorbild gewesen ist. Ist ganz interessant, dass in Brasilien und in den Nachbargegenden Montevideo wird ja auch stark diskutiert, dass heute eher als ein Modell des neoliberalen Regierens betrachtet wird, weil auf die Art und Weise viele Entscheidungen abgewälzt worden sind an die Leute und zum Teil auch wirklich in Städten, das hat dann auch wirklich von ganz rechten neoliberalen Regierungen kopiert worden. Zum Beispiel in Medellin hat das dazu geführt, dass die Stadtteile jetzt untereinander um das bisschen konkurrieren, was der Staat noch rausrückt. Ja, also es ist nicht nur so, dass man es interessant findet, weil man dann Verwaltungskosten verringert, sondern auch, weil es die Leute untereinander aufbringt. Und das wird dann teilweise dann auch noch so korrupt überformt, dass dann Stadtteile
sich Leute nur wählen lassen, weil sie auf die Art und Weise Geld oder die Stadtteilversammlung kontrollieren, um das dann für ihre lokalen Mafia-Organisationen das Geld zu kanalisieren. Also es hat wirklich die krassesten Ausformungen. Und in Porto Alegre gab es eine positive Phase dieser Erfahrung, und das war aber interessanterweise gar nicht so sehr die Form, sondern es war, deswegen meinte ich vorher, es ist eigentlich eher der Prozess, es war nämlich eingebettet in eine Widerstandsform. Die PT kam aus einer Tradition, die Arbeiterpartei kam aus einer Tradition der Widerstands gegen die Diktatur. Es war dann, glaube ich, der erste PT-Bürgermeister in Porto Alegre, immerhin eine Millionenstadt. Und der hatte keine Mehrheit im Kommunalparlament. Und dann haben sie sich halt überlegt, wie können wir trotzdem was machen? Und dann haben sie gesagt, wir können eigentlich das nur machen, wenn wir die Bevölkerung gewinnen für Transformation und die den Druck erzeugen, damit wir dann am Kommunalparlament, das von der Rechten kontrolliert wird, vorbeiregieren. Es war also eigentlich eine taktische Maßnahme. Und das hat dann eine Zeit lang auch wirklich ganz gut funktioniert. Es haben also viele Leute auch mitgemacht und es gab wirklich gesellschaftliche Debatten. Es war also meiner Ansicht nach ein demokratischer Ermächtigungsprozess. Aber es gab dann eben auch eine Zeit, wo das dann abgeflacht ist und wo dann eigentlich die späteren neoliberalen Stadtregierungen das dann eher in der Form verwendet haben, wie ich es gerade geschildert habe. Also ich finde, das kann man nicht... Ja, liebe Mitwirkende an dieser linken Woche der Zukunft, schön, dass doch noch einige die Energie und die Motivation haben, zu so später Stunde weiter über die Zukunft der Linken zu diskutieren. Ich möchte, bevor wir anfangen, eine Veränderung für diese Veranstaltung bekannt geben, die im Programm angekündigte Susanne Hennig-Belso, die in der thüringischen Landtagsfraktion Fraktionsvorsitzende ist und hier eigentlich gerne mitreden wollte und sollte, ist krank, musste sich heute Morgen abmelden, aber wir konnten Ersatz organisieren und das Namensschild hier, Anita Tack, steht schon da. Anita Tack ist in Brandenburg in der Landtagsfraktion jetzt verkehrspolitische Sprecherin und war bis zur letzten Landtagswahl Ministerin für Gesundheit. Da kommt sie, genau. Jetzt bin ich dann schon fast befreit. Und toll, Anita, dass du so kurzfristig eingesprungen bist, weil ich glaube, dass diese Erfahrung, was an Demokratisierungs Veränderung möglich ist, wenn man in einer solchen Rolle ist, schon auch bedeutsam sein kann für unsere Debatte.
Hey. Schön. Ja, damit bin ich auch schon bei der Vorstellung. Ich habe dich als ehemalige Ministerin für Gesundheit und ich glaube Infrastruktur vorgestellt, stimmt das? Gesundheit, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. So machen wir das. Genau, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Jetzt stelle ich die anderen Mitwirkenden an dieser, auf diesem Podium vor. Ich fange mal hier an mit David Salomon, der als Politikwissenschaftler an der Uni Siegen jetzt arbeitet. Ich habe ihn noch als von der Uni Marburg kennengelernt, ein Redakteur der Zeitschrift Z für marxistische Erneuerung ist und außerdem publiziert, jetzt gerade ein Buch zu Demokratie veröffentlicht hat und den Begriff der sozialen Demokratie mit in die Debatte bringt. Und genau, ich glaube, das ist erstmal gut. Alex Demirovic hier neben mir ist auch Wissenschaftler und Buchautor, der einen Schwerpunkt gelegt hat, einen von vielen Schwerpunkten, aber einen Schwerpunkt, der auch in einem Buch zusammengetragen ist, zur Frage der Wirtschaftsdemokratie oder der Demokratisierung der Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, ja ein Bereich, der für unsere Diskussion gar nicht außer Acht gelassen werden kann. Anita habe ich schon gerade vorgestellt und jetzt fehlt auf unserem Podium in der Vorstellung noch Raul Zelig. Raul ist Schriftsteller und war auch Wissenschaftler, Professor für Politik an der Nationaluniversität Kolumbiens und hat auf der einen Seite den Blick auf die Demokratisierungsprozesse, die sich unter linken Regierungen in Lateinamerika entwickelt haben oder auch die Schwierigkeiten, die dabei entstanden sind. Und auf der anderen Seite hat er, finde ich, 11 spannende Thesen zur Regierungsbeteiligung der Linken in Thüringen aufgeschrieben. Das wird sicher auch Gegenstand des Statements sein. Die Mitwirkenden hier im Auditorium, die nachher auch zu Wort kommen sollen, also ihr sollt die Möglichkeit haben, mitzureden, bitte ich jetzt schon, wenn ihr euch zu Wort meldet, nachher kurz euren Namen und vielleicht einen Satz zum Hintergrund zu sagen, damit die anderen eine Idee davon kriegen und vor allen Dingen hier in die Mikrofone zu sprechen, damit der Livestream, der uns hier begleitet, nicht nur eure Stimmen irgendwo aus dem Off hört, sondern dass ihr irgendwie auch wahrgenommen werden könnt für diejenigen, die sich diese Diskussion nicht hier, sondern hinterm Bildschirm anschauen. In einer ersten Runde habe ich die Podiumsbeteiligten gebeten, in relativ kurzen Statements, vielleicht 5 Minuten, zu beschreiben, was aus eurer Sicht jeweils wesentliche Elemente für das wären, was in der öffentlichen Debatte echte Demokratie oder wirkliche Demokratie heißt. Der Ausgangspunkt für diese Podiumsveranstaltung ist die Feststellung, dass wir eine Krise der repräsentativen Demokratie haben, in vielen Bewegungen, auch bei Blockupy, bei Occupy, bei anderen Protesten, war auch europaweit der Slogan "Ihr repräsentiert uns nicht, ihr sprecht nicht für uns" eine wichtige Parole. Wir haben auch in den Debatten jetzt hier auf der linken Woche der Zukunft schon darüber gesprochen. Und genau, die Frage ist, was aus eurer jeweiligen, auch durchaus persönlichen Sicht und auch aus der wissenschaftlichen oder der politischen Sicht wesentliche Elemente für diese geforderte wirkliche Demokratie wären, beziehungsweise welche entscheidenden Schritte zu solchen Demokratisierungsprozessen notwendig wären. Das würde ich gerne ganz kurz machen, bevor dann in einem etwas längeren Statement eure jeweilige Spezialperspektive und eure speziellen Erkenntnisse zur Sprache kommen. Das wäre dann hier auf dem Podium so nach einer Dreiviertelstunde beendet und wir hätten dann eine gute Dreiviertelstunde, um gemeinsam weiter zu diskutieren.
Also für die, die sich mit dreiviertel Stunden nicht auskennen, 45 Minuten. Ja, David, ich würde gerne, nee, eigentlich sollte Anita anfangen, also Susanne anfangen, also jetzt Anita. Ist das gut? Willst du einsteigen? Das werden wir sehen, ob das gut ist. Ein wunderschönes. Ja, okay, machen wir. Ich fange jetzt mal an und wir gehen ja dann in die Diskussion und man kann sich ja auch aufeinander noch beziehen. Die Frage nach Elemente für wirkliche Demokratie und demokratische Selbstbestimmung sind ja aus der Erfahrung der Regierungsbeteiligung sehr interessant, wenn die Linke in Regierung ist, aber wir wissen ja alle, dass gerade Landesverwaltung ein Thema ist, wo die Grenzen doch sehr gut vorgegeben sind. Sehr gut, nämlich wieder zurück, die Grenzen vorgegeben sind und es sozusagen Aufgabe der Linken ist, hier auch neue Wege zu gehen, neue Schritte zu gehen, Verwaltung wirklich bürgernah zu machen, auch in der Landesverwaltung deutlich zu sagen, wir sind hier nicht für irgendeine Regierung da, sondern wir sind für Bürgerinnen und Bürger. Da haben hier Landesverwaltungen im Interesse, Sicherung der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger zu leisten. Das kommt beim Koalitionspartner nicht immer gut an, aber ich glaube, das ist gerade die Aufgabe der Linken, hier deutlich zu machen, wozu wir überhaupt eine Verwaltung brauchen. Auch zu gucken, welche Aufgaben können diese Arbeitsteilung zwischen Land und Kommune, welche Aufgaben können viel besser von kommunalen Verwaltungen wahrgenommen werden. Ich glaube, auch das hat damit zu tun, dass wir sagen, wirkliche Demokratie, also dass Bürgerinnen und Bürger erfahren, diese in meinem Interesse zur Sicherung der Daseinsvorsorge zum Beispiel, ist auch eine Regierung bereit, eine Landesverwaltung bereit, Aufgaben abzugeben, nämlich dahin zu geben, wo sie besser gelöst werden können auf die kommunale Ebene. Das ist, glaube ich, auch ein Ansatz. Ich will aus meinen Erfahrungen noch mal sagen, für die Linke ist ja dieses Ministerium in der vergangenen Legislaturperiode Umwelt, Gesundheit, Verbraucherschutz extra in den Koalitionsverhandlungen zusammengeschmiedet worden. Das gab es vorher nicht und es gibt es jetzt leider auch nicht mehr. Es ist sozusagen, daran sollten wir uns ein bisschen die Zähne ausbeißen. Ich glaube, das haben wir aber ganz gut gemeistert. Und ich will an dieser Stelle sagen, wir sind die erste Landesregierung in der vergangenen Legislatur gewesen, die wirklich ein Zukunftsbild, die eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Land Brandenburg erarbeitet hat. Und da will ich noch mal festmachen, an der Erarbeitung dieser Strategie für die Zukunft im Land Brandenburg ein Zukunftsbild zu entwickeln, dass wir versucht haben, neue Wege zu gehen, um demokratische Prozesse, auch in demokratische Prozesse neue Impulse zu geben. Wir haben also einen sehr transparenten, offenen, öffentlichen Erarbeitungsprozess geführt. Wir haben mit Zivilgesellschaft, Vereinverbänden, ich konnte einen wissenschaftlichen Beirat berufen, der uns begleitet hat, sehr kritisch begleitet hat, selbstverständlich. Zu Brandenburg brauche ich ja nur das Stichwort Kohleverstromung zu sagen. Da kann man schon ein wesentliches Konfliktfeld dran ermessen, Klimaschutz. Also wir haben einen sehr offenen, über 3 Jahre hinweg offenen Prozess geführt und haben in mehreren Formen Workshops, wir haben in der Internet, also die neuen Medien nutzend, Internetdebatte geführt. Wir haben spezielle Themen uns gesetzt, um die mit speziellen Wissenschaftlern und politisch interessierten Menschen zu diskutieren. Ich glaube, das war ein sehr guter Prozess, Transparenz, keine Vorbehalte, alle Ideen und Vorschläge, die gekommen sind, auch wirklich ernst zu nehmen und einfließen zu lassen. Das ist die eine Seite gewesen, einen sehr offenen, transparenten, ohne Vorbehalte Prozess zu führen. Und zur anderen muss man sagen, dass auch eine Verwaltung modernisiert werden muss. In der Hinsicht, erstmal ist es ganz schwierig, Beamte und Angestellte zusammen in einer Verwaltung zu haben, aber das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Insbesondere Verwaltung, die Menschen, die da arbeiten, zu animieren und zu sagen, eure Ideen sind gefragt. Ihr wisst ja alle, Verwaltung ist ja nicht das Thema, um besonders innovativ zu sein und besonders gute Ideen zu haben, aber wenn man die Beschäftigten sozusagen motiviert und versucht, einzubeziehen, in die, dass ihre Ideen gefragt sind, dass sie Ideen entwickeln sollen, dann ist das ein sozusagen das zweite Standbein gewesen, wo wir gesagt haben, neue demokratische Formen zu gehen und die Internetdebatte war, glaube ich, ein spannendes dazu. Ich will nochmal das Wahlalter 16 erwähnen.
was vielleicht in der Rolle, in unserer Diskussion noch eine Rolle spielt. Und ein drittes, wir haben in Brandenburg ein sehr gutes Gesetz zur Volksgesetzgebung. Wir haben sehr viele Volksinitiativen, auch die Anstrengung, ins Volksbegehren zu gehen. Wir haben nur einen Koalitionspartner, der nicht so sehr geneigt ist, diese Ideen, die da im Rahmen Volksgesetzgebung vorangetragen werden sollen, denen zu entsprechen. Also wir sind sehr oft in der Lage und meistens mehrheitlich Volksinitiativen abzulehnen, aber wir versuchen daraus den rationellen Kern zu nehmen und den in Gesetzgebungsverfahren von, aus Regierungshandeln und im Parlament einzubeziehen. Vielleicht zu viel. Einen letzten Satz will ich noch sagen, weil der für mich sehr maßgeblich, in dieser ersten Runde sehr maßgeblich ist. Bei all den Prozessen, die wir führen, mögliche Demokratieelemente zu stärken, neue zu entwickeln, ist dieses Thema, und ich glaube, da kommen wir immer wieder zurück, Kapitalismuskritik setzt uns sehr enge Grenzen. Oder wir kommen in unserem demokratischen Gestaltungsprozess sehr schnell an die Grenzen, wo es gesagt, gefragt und gesagt werden muss, dass wir eine ernsthafte Kapitalismuskritik brauchen, um überhaupt unsere Vorstellung annähernd realisieren zu können. Ja, danke. Das war, glaube ich, schon eine ganz gute, sozusagen gut das Feld aufgespannt. Und jetzt würde ich Raul bitten, in 5 Minuten die wesentlichen Elemente aus deiner Sicht für wirkliche Demokratie, wirkliche Demokratisierung zu skizzieren. Naja, also ich weiß nicht, ob ich, Alex Demirovic kann mich sicherlich korrigieren, weil er da einen sehr guten Aufsatz geschrieben hat, auf den ich mich da beziehen würde, aber ich glaube, das Kernstück der rätedemokratischen Kritik von Anfang des 20. Jahrhunderts ist, glaube ich, impliziert schon eigentlich was aus einer linken oder sozialistischen oder kommunistischen Perspektive, das Problem an der bürgerlichen Demokratie ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein Doppeltes. Ja. Es ist einerseits eben, dass die Bürger in der bürgerlichen Gesellschaft die Demokratie die Schranke der Politik nicht verlässt. Ja. Also der wesentliche Teil unseres Lebens, der konstituierende Teil unseres Lebens, Arbeit, Ökonomie, ist ausgeschlossen davon. Ne. Das war also der, glaube ich, der eine die eine Säule der Kritik, eben zu sagen, eine Rätedemokratie wäre auch eine Demokratie des Arbeits- und Produktionsbereiches, was im bürgerlichen Demokratiebegriff keine Rolle spielt. Und das war ja auch genau der Knackpunkt zwischen der rätedemokratischen Vorschlag, also dieser sozialistischen Republik, die man ja 1918 auch mal versucht hat aufzubauen, und eben der bürgerlichen Demokratie, die sich da durchgesetzt hat. Der andere Punkt ist, dass die repräsentative Demokratie eigentlich eine Form war, also Zwischenebenen einzuführen mit Berufspolitikern oder eben mit Repräsentanten, die sozusagen verhindern sollten, dass die Plebs regiert. Ja? Also dieses komplizierte Wahlmännermodell, was wir immer alle 4 Jahre erklärt bekommen in den USA, das hatte im Wesentlichen die Funktion zu verhindern, dass, falls tatsächlich mal der Pöbel den falschen Präsidenten wählt, dass es dann noch eine Zwischenebene gibt, die das verhindern kann. Die Repräsentation hat also in ihrem Ursprung durchaus eine demokratieverhindernde Seite. Ja? Und insofern implizierte die rätedemokratische oder sprach der rätedemokratische Kritik immer von direkten Demokratieformen, was nicht unbedingt bedeutete, dass es da keine Delegation gibt, sondern dass das Mandate sind, die jederzeit widerrufen werden können. Also wenn eine Vollversammlung, er nennt natürlich auch einen Delegierten, aber wenn der falsch abstimmt, dann kann die Vollversammlung dem jederzeit das Mandat entziehen. Das ist uns bekanntlich nicht möglich. Die Parlamentarier sind nur ihrem, wie es heißt, Gewissen verpflichtet oder ihren Lobbys, was auch immer. Und wir haben keine Möglichkeit, daran was zu verändern in den 4 Jahren. Jetzt ist insofern, glaube ich, dann auch ganz plausibel, wenn man so sieht, was so die Demokratisierungsbewegungen der letzten Jahre eingefordert haben, ist, glaube ich, schon da, obwohl es ihnen wahrscheinlich nicht bewusst war, diese rätedemokratische Kritik angelegt gewesen, besonders eigentlich beim 15M, also Bewegung 15. Mai in Spanien. Da war, glaube ich, intuitiv genau diese Kritik vorhanden, nämlich einerseits zu sagen, egal wen wir wählen, es regieren immer die gleichen Neoliberalen, es ist völlig egal, ob wir links oder rechts wählen, die Politik ist immer schon entschieden und wir wollen, dass Demokratie auch die Ökonomie erfasst.
und die also nicht nur die Sozialpolitik, sondern eben auch die ökonomischen Prozesse, das also das, was heute uns als Sachzwang erscheint, dass das eben hinterfragt wird. Das spielte eine Rolle. Und der andere Punkt war eben zu sagen, okay, das ist eine Demokratie der direkten Beteiligung. Wir reden auf den Plätzen und alle haben eine Stimme und es gibt hier keine Repräsentanten. Und wenn hier jemand redet, dann auch nicht als Vertreter von irgendeiner Organisation, sondern eben nur immer für sich. Und wir als Kollektiv konstituieren sozusagen den demokratischen Prozess ganz von neuem. Ich habe aber in den letzten Tagen auch noch was gelesen, was ich ganz gerne noch in die Diskussion einbringen würde. Es gibt von Antonio Negri ein Buch, das mir unverständlicherweise, ist das nie übersetzt worden auf Deutsch, das heißt Die konstituierende Macht, das meiner Ansicht nach das Problem der Demokratie eigentlich ganz toll umreißt, auch wenn die Antworten dann vielleicht auch noch, man die noch kritisch ergänzen müsste. Aber Toni Negri sagt da drin, dass eigentlich das Interessante nicht ist, welche Form sich was gibt. Im Gegenteil, er sagt eigentlich, konstituierte Macht ist eigentlich immer antidemokratisch. Sondern das Interessante in der Demokratie ist immer der konstituierende Moment. Denn was passiert in dem konstituierenden Moment? In dem konstituierenden Moment begreift oder praktiziert ein Kollektiv die Möglichkeit, seine Regeln neu zu setzen. Und das ist ja eigentlich das ist das Kernstück, die kreative Dimension politischer Macht. Und das ist sozusagen der Kernstück, die Grundlage des Demokratischen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ein bisschen, ich weiß schon, bin fast ein bisschen idealisiert, weil das eben natürlich verkennt auch, dass es auch reaktionäre Beschlüsse eines Kollektivs geben kann, rassistisch oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz scheint mir der Einwand total berechtigt zu sein, zu fragen, also dieses Wesen der Potenzia, also nicht der konstituierten Macht, sondern der sich konstituierenden Fähigkeit, Dinge zu schöpfen, dass das eigentlich der Kern des Demokratischen ist. Und ich glaube, dass das eigentlich das ganz gut umreißt, was meiner Ansicht nach Demokratie-Debatte heute vielleicht umfassen sollte. Ja, David, dann deine 5 Minuten. Ah, okay. Ja, ich will vielleicht nochmal ein bisschen anders ansetzen als meine Vorredner, indem ich diesen Begriff wirkliche oder echte Demokratie selbst nochmal zum Thema mache. Weil das verweist ja auf ein Grundproblem, das mit dem Demokratiebegriff verbunden ist, dass es nämlich nicht so ist, dass nur Linke diesen Begriff Demokratie verwenden. Also anders gesagt, der Demokratiebegriff wird in einer Weise in der Regel verwendet, wo ganz unterschiedliche Strategien, ganz unterschiedliche politische Interessen drinstecken und damit verbunden sind. Sodass ich glaube, wenn wir als Linke über Demokratie sprechen oder vielleicht, das entspricht wahrscheinlich dem, was wir auf diesem Panel hier machen, sogar noch eher über Demokratisierungsprozesse sprechen, dann ist, glaube ich, erstmal wichtig zu erkennen, dass es darum geht, Demokratie als einen Kampfbegriff zu etablieren. Das heißt, als einen Kampfbegriff auch durchaus gegen Verhältnisse, gegen Verfahren, Entscheidungsverfahren und Ähnliches, die sich als demokratisch verstehen. Und dann könnte man daran eine ganze Reihe von Fragen aufwerfen, die wir sicherlich auch noch im Laufe des Podiums vertiefen, repräsentative Demokratie oder direkte Demokratie und so weiter und so weiter und was ist damit jeweils gemeint. Ich will vielleicht für einen solchen linken Demokratiebegriff Definitionsversuch ist vielleicht zu viel gesagt, aber so eine Art Kriterium formulieren. Ich denke, dass es sinnvoll wäre, wenn wir unter Demokratie oder unter Demokratisierung die reale Möglichkeit verstehen, von Unterklassen ihre Gleichheitsinteressen durchzusetzen. Das ist, daran schließt an, dass man darüber spricht, was sind Gleichheitsinteressen von Unterklassen, also auch nicht einfach nur irgendwelche Interessen, sondern solche Interessen, die auf gesellschaftliche Gleichheit gerichtet sind. Und eine solche Strategie nimmt etwas ernst, was auch im bürgerlichen Demokratiebegriff angelegt ist, nämlich der Gedanke der Gleichheit, der allerdings im bürgerlichen Demokratiebegriff beschränkt wird auf eine politische Gleichheit, die letztlich ein Mittel ist, um Entscheidungen zu finden oder vielleicht auch politische Eliten hervorzubringen, wie das Schumpeter sagen würde oder Ähnliches. Und
versteht diesen Gleichheitsbegriff aber viel weiter gefasst und fragt dann eben auch nach den Möglichkeiten, solche Gleichheitsinteressen in gesellschaftlichen Verhältnissen und nicht zuletzt eben auch im ökonomischen Bereich durchzusetzen. Ja? Alex. Okay. Ja, also ich mache es so ähnlich wie David. Ich versuche mich an einem Begriff und der geht, das liegt jetzt in der Natur der Fragestellung unseres Panels, aber das muss man sich ja klar machen, womit wir es zu tun haben, wenn wir von Demokratie reden, haben wir es mit Artikel 20 des Grundgesetzes zu tun. Ja? Nämlich, dass ja dass es eben ein Staatsvolk gibt, von dem aus demokratisch, also der Staatswille sich, der Staatswille gebildet wird. Und wenn man den Wortlaut unserer Verfassung nimmt, dann heißt es ja, dass der Volkssouverän sich mit seinem Willen unmittelbar in den drei Gewalten sozusagen zur Geltung bringt. Das heißt, es gibt nicht, in dem Sinne gibt es gar keinen großen demokratischen Spielraum, außer eben schon in der Ausübung der verschiedenen Staatsgewalten, Exekutive, Judikative und Legislative. Und das heißt, das Volk tritt eigentlich in diesem Prozess nur einmal auf, nämlich in der Form von repräsentativen Wahlen. Und das ist sozusagen der Gegenstand einer Kritik. Und dann hat es, finde ich, eine lange linke Diskussion in den vergangenen Jahrzehnten zu der Überlegung geführt, unter dem Stichwort der Deliberation, wir brauchen Verfahren in dem Sinne, dass wir wissen, dass wenn wir uns beteiligen, wenn wir Zeit investieren, wenn wir Überlegungen anstellen, müssen wir sicher sein, dass die Entscheidungen, die wir, an denen wir beteiligt sind, auch wirklich die relevanten Entscheidungen sind. Also das heißt, wir entscheiden dann über die Verfahren, die Akteure, die Gegenstände, die Reichweite dieser Entscheidung. Das ist ganz zentral und ganz wichtig, das muss man sich klar machen, weil alles andere führt zu Hintertreppenpolitik oder Bürokratie. Deswegen ist meiner Meinung nach auch das Problem jetzt der Verwaltung und der Demokratisierung der Verwaltung ein total wichtiges Thema für jede linke Partei. Die SPD ist in den 60er und 70er Jahren daran gescheitert. Meinem Eindruck nach ist die Linke hier in Berlin daran gescheitert, weil sie dieses zentrale Problem nicht gesehen hat. Also Deliberation ist ein wichtiger Punkt, aber Deliberation reicht nicht aus. Also Deliberation heißt einfach nur in den Verfahren, über die Verfahren entscheiden, darüber, wer darf sich beteiligen, über was entscheiden wir, in welcher Weise tun wir das. Das ist sozusagen die Deliberation. Und wenn man das radikal nimmt, was von vielen Demokratietheoretikern in den letzten 20 Jahren vorgeschlagen wurde, in dieser Hinsicht, dann heißt das, dass man in aller Radikalität, was aber vielen dieser Theoretiker nicht angenehm ist, weil sie eben sich als Liberale verstehen, diesen Prozess der Willensbildung auf den Bereich der politischen Sphäre beschränken wollen. Und das ist der Punkt, da komme ich auf das, was Raoul schon angesprochen hat, dass ich von dort her sagen möchte, das geht nicht. Wir müssen genau diese Überlegung ausdehnen auf sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Ja, das heißt also, und das knüpft an eine Überlegung von Marx an, aber darauf beziehen sich ja auch Autoren wie Nekio und Hart, das wirkliche Gemeinwesen, in dem wir leben, in dem wir unser Leben erzeugen, in dem wir es gestalten, ist das, in dem wir miteinander kooperieren, in vielfacher Form miteinander kooperieren. Das ist das, was wir gestalten. Und das heißt, wenn man so will, könnte man dann am Ende sagen, so würde ich es jetzt kurz zusammenfassen, dass Demokratie eigentlich sowas ist wie Betroffenheitsprinzip. Die Demokratie ist die Art und Weise, über die Verhältnisse zu entscheiden, unter denen wir gemeinsam leben und die in Verhältnissen, über die wir entscheiden, wie wir gemeinsam
weiter leben wollen. Vielen Dank. Ja, ich glaube, dass mit diesem Postulat, dass die Verhältnisse, unter denen wir gemeinsam leben, auch von allen gemeinsam bestimmt werden sollen, dass unter diesem Postulat jetzt nochmal in die nächste Runde eingestiegen werden kann. Und ich würde in dieser nächsten Runde gerne nochmal auf eure jeweils spezifischen wissenschaftlichen Arbeiten, auf eure spezifische Erfahrung zugreifen und mit Raul beginnen, mit der Frage, welche wesentlichen Erfahrungen und Erkenntnisse du mitbringst aus deiner Arbeit zu den Linksregierungen in Lateinamerika, was diesen Punkt betrifft, über die Angelegenheiten, die uns gemeinsam betreffen, auch entscheiden zu können. Gibt es da Erfahrungen, die wir berücksichtigen sollten als diejenigen, die über die Zukunft der Linken und über Demokratisierungsversuche nachdenken? Ja, also ich würde zunächst mal sagen, die Linksregierungen sind nicht die Grundlage dieses Demokratisierungsprozesses, sondern im besten Fall sind sie ein Ausdruck eines Ermächtigungsprozesses, der sich dann irgendwann auch in beschränkter Form in Institutionen niedergeschlagen hat. Also es ist nicht so gewesen, dass es Regierungswechsel gab und dann kam es zur Demokratisierung, sondern es gab antineoliberale Bewegungen, die ein Jahrzehnt lang oder sogar noch länger die Politik von oben immer wieder blockiert haben, bis es dann eben auch in den Institutionen zumindest zu so einem Bruch kam, dass neue politische Formationen entstanden sind. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu begreifen, Demokratisierung ist ein Prozess, der erkämpft wird von unten durch eine gesellschaftliche, einen Aufstand oder Verweigerung. Was jetzt die Ergebnisse angeht, ist ganz interessant, also ein kleines und ein großes Beispiel. Ein kleines Beispiel ist ja der Partizipationshaushalt, der Bürgerhaushalt in Porto Alegre, der ja dann für viele auch ein Vorbild gewesen ist. Ist ganz interessant, dass in Brasilien und in den Nachbargegenden Montevideo wird ja auch stark diskutiert, dass heute eher als ein Modell des neoliberalen Regierens betrachtet wird, weil auf die Art und Weise viele Entscheidungen abgewälzt worden sind an die Leute und zum Teil auch wirklich in Städten, das hat dann auch wirklich von ganz rechten neoliberalen Regierungen kopiert worden, zum Beispiel in Medellin, hat das dazu geführt, dass die Stadtteile jetzt untereinander um das bisschen konkurrieren, was der Staat noch rausrückt. Ja, also es ist nicht nur so, dass man es interessant findet, weil man dann Verwaltungskosten verringert, sondern auch, weil es die Leute untereinander aufbringt. Und das wird dann teilweise dann auch noch so korrupt überformt, dass dann Stadtteile sich Leute nur wählen lassen, weil sie auf die Art und Weise Geld oder die Stadtteilversammlung kontrollieren, um das dann für ihre lokalen Mafia-Organisationen das Geld zu kanalisieren. Also es hat wirklich die krassesten Ausformungen. Und in Porto Alegre gab es eine positive Phase dieser Erfahrung und das war aber interessanterweise gar nicht so sehr die Form, sondern es war, deswegen meinte ich vorher, es ist eigentlich eher der Prozess, es war nämlich eingebettet in eine Widerstandsform. Die PT kam aus einer Tradition der Widerstands gegen die Diktatur. Es war dann, glaube ich, der erste PT-Bürgermeister in Porto Alegre, immerhin eine Millionenstadt. Und der hatte keine Mehrheit im Kommunalparlament und dann haben sie sich halt überlegt, wie können wir trotzdem was machen. Und dann haben sie gesagt, wir können eigentlich das nur machen, wenn wir die Bevölkerung gewinnen für Transformation und die den Druck erzeugen, damit wir dann am Kommunalparlament, das von der Rechten kontrolliert wird, vorbeiregieren. Das war also eigentlich eine taktische Maßnahme. Und das hat dann eine Zeit lang auch wirklich ganz gut funktioniert. Es haben also viele Leute auch mitgemacht und es gab wirklich gesellschaftliche Debatten. Es war also meiner Ansicht nach ein demokratischer Ermächtigungsprozess. Aber es gab dann eben auch eine Zeit, wo das dann abgeflacht ist und wo dann eigentlich die späteren neoliberalen Stadtregierungen das dann eher in der Form verwendet haben, wie ich es gerade geschildert habe. Also ich finde, das kann man nicht... Ja, die deutlich abweichen, ja, von dem Konsens, werden sie natürlich in das Muster der Parteien,
der Parlamentsparteien und der repräsentativen Demokratie sozusagen eingespannt. Und das muss man sich ja klar machen, das ist ein Herrschaftsmechanismus. Ja, Parlament, repräsentative Demokratie ist ein Herrschaftsmechanismus, der auch dafür gemacht ist, Menschen zu entmutigen. Ich meine, das ist das Argument von Adorno. Repräsentative Demokratie entmutigt genau die Menschen, die eigentlich demokratische Beteiligung benötigen würden, um die Dinge zu verändern. Und das ist genau der Vorgang. Und jetzt ist genau die Schwierigkeit, soll man den Leuten dann zureden, kommt, dann geht doch wählen und dann was? Ja, dann geht es gerade wieder so weiter und dann kommt die Entscheidung, Ausdehnung der Legislaturperiode auf 5 Jahre. Warum dann nicht gleich 20 Jahre oder so? Also man muss schon sagen, also die, ich glaube, dass man jetzt sagen muss, also was wir ja haben, wir haben ja dann aufgrund der Analysen von Anjoli sehr stark auf die sozialen Bewegungen gesetzt. Ja, und wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass wir vielfach an die Verwaltungsprozesse nicht herankommen und an die Verallgemeinerungsprozesse, die in den Parlamenten stattfinden. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt. Also nicht, weil ich das schon für gelingende demokratische Prozesse halte, sondern in den Auseinandersetzungen, in denen wir sind, ist das ein wichtiger Punkt. Und es ist natürlich für eine Partei wie die Linke, muss sie sich dazu verhalten. Wie verhält sie sich konkret mit im Verhältnis zu diesem Herrschaftsmechanismus, den die Parlamente, die Verwaltung, die Repräsentation sozusagen mit sich bringen? Wie nutzt sie die Spielräume? Wie stark identifiziert sie sich damit? Geht sie darin auf oder setzt sie auch noch andere Akzente? Kooperiert sie mit sozialen Bewegungen? Schafft sie Spielräume auch für wirtschaftsdemokratische, energiedemokratische Projekte, Prozesse? Und das würde ich aus meiner Sicht sehr, sehr stark machen. Und weil ich jetzt Bildung gesagt habe, also weil das Bildungsthema, ich meine, David wird viel mehr dazu sagen können, aber aus meiner Sicht ist das natürlich in der Tat, ohne die Erwartung der 70er Jahre aus den Bildungsprozessen sozusagen die Gesellschaftsveränderung herbeizuführen. Aber klar ist natürlich, dass wenn die Leute im Prinzip die Dinge nicht mehr einschätzen können, die Begriffe nicht mehr zur Verfügung haben, nicht mal mehr wissen, mit welchen Institutionen und der Reichweite dieser Institutionen sie zu tun haben, dass dann vieles auch gar nicht mehr funktioniert, weil sie im Prinzip diese Prozesse einfach schlucken oder es vermeiden, also denen ausweichen. Und insofern würde ich sagen, ist das ein ganz zentraler Gesichtspunkt. Ich will nur noch mal sagen, also weil ich das auch interessant finde im Spiel von oben und unten, weil das bezieht sich auf eine Bemerkung von Raul, weil da würde ich gerne eine Ergänzung machen. Für mich war das total informativ zu sehen, dass der Bund der Bürgerinitiativen Umweltschutz, der eine Grundsäule der Proteste gegen die Umweltzerstörung war, aus dem Bundesinnenministerium heraus geschaffen wurde. Das war ein Staatssekretär, der gesagt hat in der Phase der sozialliberalen Koalition, ich brauche aus der Gesellschaft Gegenkräfte gegen die Industrieinteressen. Und das muss man klar sagen. Also wir haben, ne, wir dachten natürlich, oh Wahnsinn, Politik von unten. Nein, zunächst mal wurde es von oben geschaffen. Und darin würde ich auch eine wichtige Funktion der Linkspartei sehen, die Risse innerhalb der Staatsapparate zu verstärken. Also Politik mit den unterschiedlichen und konflikthaften Interessenlagen in dieser Gesellschaft zu machen. Teile ich mit David, es gehört zu den Prinzipien von Demokratie in einer antagonistischen Gesellschaft, die Gegensätze auch wirklich klar und deutlich zur Geltung zu bringen. Das ist ein schwieriges Geschäft, ich weiß das, ja klar, aber ich finde zum Beispiel, wenn du Anita vorhin sagst, ja, Demokratisierung der Verwaltung, das ist ein total zentraler Gesichtspunkt. Wir haben hier in der Stiftung, habe ich mit einem Kollegen einen Streit darüber gehabt, der sagt, Verwaltung ist keine Demokratiefrage. Dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Demokratie ist eine zentrale Demokratiefrage. Ja, also die Verwaltung, das ist ja, wir Deutschen sind verliebt in Gesetze und wir denken, wenn das Gesetz verabschiedet ist, ist es gut. Nein, die Frage ist, wird der Scheiß umgesetzt?
Was machen die Beamten oder die Angestellten? Lassen die Akten liegen, verlegen die die, sabotieren die das, stellen die sie ins Regal und dann findet es niemand mehr. Das sind ja die Praktiken. Ja, und da, das heißt, es ist zentral wichtig, wie dieses Zusammenspiel, bevor wir, ich habe ja sehr viel radikalere Ansätze gemacht, ja, ich höre sofort auf, aber das ist ja, aus meiner Sicht, ist das Zusammenspiel, das weiter auszubauen, wie kann man sagen, mit dem Interesse an der Demokratie, die Spaltungslinien zu verstärken, Menschen auch in diesen Apparaten zu gewinnen, scheint mir ein total wichtiger Punkt, weil sonst fällt es uns auf die Füße. Ich muss noch eine Anekdote erzählen. Ich habe hier in Berlin im staatlichen Prüfungsamt mit einem der wichtigen Leute da im Prüfungsamt dann eine Prüfung gehabt und wie man das immer macht, in der Pause sagt dieser Mann zu mir, ja, es waren doch wir Beamte, die Deutschland gegen die Linke gerettet haben. Ich dachte, wovon redet der? Von 1919. Also, die Beamten gegen die Räterepublik. Versteht ihr? Ich meine, das war vor 4 Jahren. Ja? Also, wo man sagen muss, man muss diesen Apparat demokratisieren. Ich habe unter anderem deswegen dafür plädiert, Abschaffung des Beamtentums, ja, weil das ist die eine der zentralen Mechanismen zur Demokratisierung. Aber dann muss man ja auch die Angestellten noch weiterhin für Demokratisierung dieser Prozesse gewinnen. Entschuldigung, dass ich jetzt leicht überzogen habe. Ich kann im Grunde auch daran anknüpfen. Also mir schien, ich will jetzt überhaupt nicht die unterschiedlichsten Impulse, die aus dem Publikum kamen, dadurch einebnen, aber mir schienen doch die Fragen alle um ein Grundproblem irgendwie doch zu kreisen. Und das ist diese Frage, was bedeutet jetzt eigentlich konkret Demokratisierung von Gesellschaft und was für Wege in den einzelnen Bereichen und Sektoren gibt es dahin? Und vielleicht nur so ein paar Einfälle, Überlegungen, die, wie Sabine schon gesagt hat, sicherlich keine erschöpfenden Antworten sind. Aber zunächst auch nochmal ein Nachtrag zu dieser Frage Demokratie in und außerhalb von Parteien. Verstehe mich nicht falsch, das ist also überhaupt kein Angriff, sondern ich nehme es nur zum Anlass, weil die Art, wie du die Frage gestellt hast, selbst schon sehr viel aussagt über den Zustand, in dem sich die Parteiendemokratie heute befindet. Zum einen wegen dieser Kaufmetapher, ne? Also ich kaufe gewissermaßen etwas ein, was ich gar nicht haben will. Das ist in der Tat natürlich ein absolut weit verbreitetes Verständnis von demokratischer Partizipation durch Wahlen, dass sie eigentlich wie so ein Kaufakt ist. Ne? Und man so ähnlich wie man ein Produkt irgendwie einkauft im Supermarkt, ist auch eine Wahlentscheidung so ein individueller Kaufakt. Und also früher hätte man wahrscheinlich auf die Frage Demokratie in Parteien und dann kriegt man vielleicht was man nicht haben will, wäre so die ganz klassische Antwort gewesen, auch durchaus im Sinne von Demokratisierung. Ja, es geht um die Demokratisierung der Parteistrukturen und dementsprechend geht es dann darum, sich in den Parteien dafür zu engagieren, dass die Parteien in einer bestimmten Weise agieren und so weiter. Und in den Parteien müssen dann auch die entsprechenden Möglichkeiten zur Mitbestimmung und zur Mitwirkung der Mitgliedschaft gegeben sein. Also die Frage der Demokratisierung der Organisation selbst wäre eine ganz klassische Antwort gewesen. Da merkt man, was sich teilweise tatsächlich verändert hat in der Betrachtung von Parteien. Ich glaube tatsächlich, dass man auf Parteien nicht verzichten kann. Und nicht nur auf Parteien nicht, sondern auch auf andere gesellschaftliche, kollektive Akteure nicht verzichten kann. Weil unabhängig davon, ob Parteien das momentan besonders gut machen oder nicht machen, diese Frage der Vermittlung kollektiver Interessen braucht Organisationen. Und es ist auch klar, dass sich der Einzelne dann nicht immer vollständig mit jeder Schattierung seiner Meinung in diesen Organisationen wiederfindet, sondern es ist dann auch teilweise ein Kampf um Positionen in solchen Organisationen. Also das ist das eine. Aber das andere ist, dass ich glaube, die Frage nach Demokratie außerhalb von Parteien trotzdem eine ganz wichtige ist. Und zwar auch deshalb schon, weil der früher mal bestehende Alleinvertretungsanspruch, also ich rede jetzt konkret von linken Parteien,
sicherlich nicht mehr besteht und nicht mehr bestehen kann. Also es ist nicht mehr so, dass sich in der Partei gewissermaßen die gesamte Linke wie so einen Fluchtpunkt trifft und dass die Partei dann der zentrale Ort ist, an dem gesellschaftliche Veränderung stattfindet, sondern genau eine Alternative zu diesem Modell ist ja dieses Bild von der Mosaiklinken, das der Hans-Jürgen Urban ins Spiel gebracht hat und das ist ja eine ganz andere Frage nach Bündnissen und nach Zusammenarbeit und so weiter aufstellt. Vielleicht noch ein letzter Satz zu dieser Parteienfrage, weil sie mich schon auch beschäftigt. Es ist eine ganz zentrale Aufgabe, denke ich, von der Linkspartei über das, was Alex gerade schon gesagt hat und was ja auch im Prinzip die Frage stellt, was eine Aufgabe von der Linkspartei auch in Regierungssituationen sein kann. Ja, das ist eine ganz zentrale Aufgabe von, Frank Deppe hat es vorhin auch schon mal angesprochen, dass es überhaupt eine linke Vertretung in den Parlamenten gibt, was sich zum Beispiel zeigt in kleinen Anfragen, die gestellt werden, in großen Anfragen, die gestellt werden. Also in ungeheuer vielen Bereichen der alltäglichen parlamentarischen Oppositionsarbeit. Und unter Umständen entsteht, genau wegen dieser Gefahr, die auch mit der Parlamentsarbeit verbunden ist, die Alex angesprochen hat, steht für die Partei jetzt noch ein ganz ähnliches Problem, wie es der Hans-Jürgen Urban gestern für die Gewerkschaften beschrieben hat. Nämlich die Frage von Kerngeschäft und allgemeinpolitischem Mandat bei den Gewerkschaften. Also vielleicht kann man sagen, dass in der gegenwärtigen Konstellation, und die Linkspartei ist natürlich als Partei überhaupt nicht in der Lage, wie sollte sie das auch sein, sich dem Trend zur postdemokratischen Partei völlig zu entziehen. Also sie ist genau in derselben Medienöffentlichkeit, sie muss genau dieselben Talkshows bespielen, sie steht in genau denselben Zwängen und steht gleichzeitig auch vor der Aufgabe, ich sag mal, dieses parlamentarische Kerngeschäft in einer seriösen und vernünftigen Weise zu machen und damit gewissermaßen das auszuschöpfen, was Oppositionsarbeit im Parlament für linke Bewegung bringen kann. Und gleichzeitig darf sie nicht darin aufgehen, das zu machen, sondern sie muss darüber hinaus fragen, das ist ja das, diese Frage Mitgliederpartei 2.0 oder wie auch immer, von mir ist auch 4.0 oder 7.0 oder was auch immer. Aber jedenfalls, was ist so eine Mitgliederpartei neuen Typs, die Antworten auf die gegenwärtigen Fragen bringt? Und ich glaube, ganz ähnliche vage Antworten oder Antwortversuche kann man auch teilweise auf die anderen Fragen geben, also auch auf die Frage mit dem Bildungssystem. Da gebe ich nur zu bedenken, dass ein ganz entscheidender Aspekt, die institutionelle Macht wurde schon angesprochen, der ist, dass man sehr schnell bei Bildungsreformen dazu neigt zu vergessen, dass die Bildungseinrichtungen und die Bildungssysteme in dieser Gesellschaft eine Funktion haben und dass sie nicht zufällig so ist, wie sie ist. Also gewissermaßen, dass der heimliche Lehrplan genau auch das ist, was eine bestimmte Funktionalität der Bildungssysteme garantiert. Also wie kriegt man da die Frage von Politisierung, von gesellschaftlicher Bewegungen in den Schulen, in den Universitäten hin. Das lässt sich sicherlich nicht von außen anschieben und schon gar nicht von einer Partei oder sowas, sondern da geht es auch um die Frage, wie man das, was an Gegenbewegungen vielleicht vorhanden ist, aufnimmt und so weiter. Und vielleicht nur ganz eine kleine Anmerkung dazu. Der Hinweis darauf, dass die Gewerkschaften solche Spielräume ja auch nicht nutzen, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil es zeigt, also ich habe ja auch vorhin bewusst nur über die Rechtslage und sowas geredet. Eine andere Frage ist, was wird sozusagen tatsächlich Bewegungspraxis und unter welchen Vorzeichen wird es Bewegungspraxis? Ne? Es kann auch, politischer Streik kann auch ein Zeichen von Organisationsschwäche in Betrieben sein. Ja? Also das ist eine ganz komplizierte Geschichte, wie beurteilt man dann das Konkrete dabei? Der Optimismus durch die Grundrechtscharta und Ähnliches sei das Problem erledigt, da würde ich vielleicht doch auch noch ein Fragezeichen dran machen, weil immerhin erleben wir gerade in der Bundesrepublik eher eine Debatte um die Einschränkung von Streikrecht. Also wir erleben gerade eine Debatte darüber, welche wichtigen Infrastrukturbediensteten alle nicht streiken dürfen, weil es ja ganz grässlich ist, wenn die Bahn mal steht oder so. Ne? Also das heißt, das ist auch ein Kampffeld. Also im Grunde genommen bedeutet Demokratisierung in all diesen Bereichen, und das ist natürlich keine Antwort, aber bedeutet immer, um Demokratisierung zu kämpfen. Und ich glaube, dass, vielleicht endlich so, von John Dewey stammt ja dieser Begriff des demokratischen Experimentalismus. Also ich glaube, dass ein großer Fehler wäre, wenn man sich von vornherein darauf festlegt, einfach das und das und das sind die Verfahren, die dann im Sinne einer konstituierten Ordnung die eigentliche Demokratie ausmachen. Sondern ich glaube, der Kampf um andere Verfahren, Überprüfung von der Wirksamkeit von Verfahren, also dieses permanente Fortspinnen von demokratischen Institutionen, das ist etwas, was wir, glaube ich, brauchen. Ja, vielen Dank, David.
Jetzt ist Anita noch dran und ich glaube, dann können wir zum Schluss kommen. Aber Anita hat auf jeden Fall noch das Wort. Ich wollte gern in gebotener Kürze drei Punkte sagen. Das eine ist Abschaffung, Beamtentum ist Programm in der Linken. Es müssen nur noch genug mitmachen und unter den Bedingungen des Föderalismus ist das ja ohnehin auch nicht sehr einfach. Aber Brandenburg hat ja über viele Jahre hinweg zum Beispiel verpennt, ordentlich Lehrerinnen und Lehrer auszubilden und wirbt natürlich jetzt mit einer schnellen Verbeamtung in den anderen Ländern sozusagen, dass die Lehrerinnen und Lehrer nach Brandenburg kommen, die woanders wieder fehlen, gar keine Frage. Also ich denke, so ein Konkurrenzverhalten sollte abgeschafft werden, sondern es geht hier wirklich um Beamtentum für wirklich hoheitliche Aufgaben. Da kann man sich auf die Polizei und möglicherweise einigen, wenn es das kann ich nicht beurteilen, wenn es notwendig sein sollte, aber unter keinen Umständen Lehrerinnen und Lehrer und schon gar nicht Landesverwaltung in der Umweltverwaltung oder so Beamte und Angestellte an einem Tisch. Ich denke, da sind wir uns einig. Ein zweites wollte ich gerne sagen zum Internet. Das Internet, der Kollege ist jetzt weg, ne? Das Internet wird, ich glaube, auch ein bisschen und die Meinungsbildungsprozesse, die da stattfinden, vielleicht auch ein bisschen überbewertet. Wir haben es zweimal versucht, einmal mit der verbraucherpolitischen Strategie, da hatten wir allerdings nicht so viel Zeit. Es ging ja um den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Verbraucherschutz, ein Thema, was eigentlich alle angeht. Da war die Beteiligung übers Internet noch sehr zurückhaltend, aber ich hatte ja vorhin beschrieben mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie über einen längeren Zeitraum viele, viele hunderte Zuschriften mit guten Ideen, mit weniger guten Ideen, muss man fairerweise auch sagen, die sind auch dabei, aber man konnte eine ganze Menge nutzen. Es gab aber ein neues Problem, die Verwaltung ist überhaupt nicht in der Lage, mit den Ergebnissen, die per Internet die Meinungsbildung, die betrieben wird, zu verwerten in angemessener Zeit, mit angemessener Kompetenz. Also es gibt ein neues Problem, wo ich recht gebe, wir sind nicht auf der Höhe der Zeit, aber ob die Meinungsbildung eine in jeder Hinsicht so optimale ist, möchte ich in Frage stellen, zumindest mit dem Fragezeichen versehen, das sehe ich nicht unbedingt so. Aber die Verwaltung muss sich da zur Decke strecken, keine Frage. Und zur Verwaltung wollte ich noch mal sagen, natürlich gehört die demokratisiert, unbedingt. Und als ich mein Amt angetreten habe, ich habe 1300 Leute in diesem Ministerium gehabt, Menschen, Beschäftigte, Beamte und Angestellte, habe ich zur Personalversammlung den Satz geprägt, das haben wir immer so gemacht, die Antwort kommt ja ganz schnell bei Verwaltungsmenschen, Mitarbeitern, den Satz gibt es ab sofort nicht mehr. Und da war ein Großteil begeistert und man sagt, endlich bin ich mal gefragt mit meiner Meinung, aber ein Drittel ungefähr der Beschäftigten haben sich zurückgelehnt und gesagt, was will die eigentlich von uns, wir machen unsere Verwaltungsgänge, wie Vorschrift ist. Also eine Menge Potenzial ist da zu holen im Rahmen Demokratisierung von Verwaltung, insbesondere Landesverwaltung. Und ein drittes möchte ich gerne noch sagen. Alex hat vorhin gesagt, Demokratie ist Handeln unter knapper Zeit. Ne? Und das ist ja nicht nur unter knapper Zeit, wir haben auch ganz wenig Geld, wir haben auch weniger Bevölkerung, wir haben immer weniger natürliche Ressourcen, die wir verwenden sollten. Aber ich will noch mal auf die Zeit zurück. Demokratie braucht Zeit. Und das ist ein riesengroßer Widerspruch, wenn wir uns die Bevölkerung angucken, viele in prekären, viele, zum Glück sind es nicht so viele, aber es sind schon ordentlich Bevölkerungsschichten, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind, also eine sehr prekäre Lebensbedingungen haben, die haben gar keine Zeit, weil die müssen zweites und drittes Arbeitsverhältnis oder Jobs annehmen, um überhaupt ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die haben also keine Zeit und die haben zu denen auch kein Geld, dieses demokratische Teilhabe auszugestalten. Das ist ein Riesenproblem, weil wenn wir das Ehrenamt zum Beispiel stärken wollen, was ja mit einer demokratischen Entwicklung eng verbunden ist, dann braucht man natürlich auch eine Finanzausstattung, die in den Ländern, in den Kommunen einfach nicht vorhanden ist. Deshalb würde ich uns empfehlen, darüber nachzudenken, Demokratie und Grundeinkommen zu verknüpfen, weil ich glaube, das ist eine Frage, die liegt geradezu auf dem Tisch, dass man sich damit befasst, wenn ich mehr Bevölkerung haben will, Menschen in dieser Gesellschaft, die sich einbringen in die Meinungsbildung, brauchen sie Zeit und brauchen sie Geld. Und beides haben sie nicht. Und da ist schon eine formale Ausgrenzung für viele in der prekären Situation, findet statt. Und Internet wollte ich noch ergänzen.
Uns muss da was einfallen, gar keine Frage. Deshalb habe ich ja eingangs gesagt, wir stoßen ganz schnell an die Grenzen dieses Systems. Und das hat unter anderem mit Erwerbstätigkeit, mit Finanzierung, mit Lebensbedingungen was zu tun. Internet ist natürlich auch nochmal eine schöne Frage, zu gucken, wer kann denn Internet, die Meinungsbildung im Internet betreiben und wer ist davon ausgegrenzt. All diejenigen, gucken wir uns Alleinerziehende an, Familien mit Kindern, in finanziellen schwierigen Situationen sind von dieser Chancengleichheit ausgegrenzt, also gibt es für sie keine Chancengleichheit. Also die soziale Aufgabenstellung in aller Kürze beschrieben, die mit Demokratisierung in Verbindung steht, aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank. Damit hat Anita, glaube ich, am Schluss noch mal einen ganz wichtigen Punkt gesetzt. Die sozialen Situationen, die auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten tatsächlich demokratischer Beteiligung und Selbstbestimmung beinhalten. Daran ist noch vieles zu verändern. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure anregenden Beiträge. Also zumindest habe ich mir ganz viel aufgeschrieben und da wird weiter dran gedacht. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die interessanten Fragestellungen und Anregungen. Und ich glaube, ja, es war ein Denkanstoß, diese Veranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes. Guten Abend noch und viel Spaß beim Kulturprogramm oder bei allem, was ihr sonst noch treibt heute Abend.